Recht herzlich willkommen zur 18. Folge von Europa Universalis 4. Ja, mit Köln eigentlich, aber Köln ist schon besetzt und ja eher noch Westfalen dann. Aber wir müssen gucken, dass wir hier fertig werden. Dass wir ein paar Einheiten kriegen. Meine Kurve ist wieder in Ordnung. Okay, Militärzugang, halb so wild. Wir bauen hier noch eine Truppe. Und wir wollen irgendwie gucken, dass wir da weiterkommen. Ja. Sieht gerade nicht so dolle aus, ne? So, was wäre jetzt unser Ziel? Wieder unser Land zu ein. Das würde bedeuten, wir müssen irgendwie Kassel einnehmen. Wie wäre das denn mit Kassel? Anhalt und Aachen ist das unterstützend dabei. Gut. Ja. Jetzt wird da einer fertig. Den machen wir mal dazu. Und können wir uns noch mehrere leisten? Ne, wir haben keine Mannstärke. Gut, das ist nicht so toll, aber vielleicht kriegen wir das ja noch hin. 489. Was müssen wir dann tun? Gute Frage. Anhalt wäre da. Die haben 6, wir haben 5. Wir müssten eigentlich zusehen, dass wir Mannstärke kriegen, ne? Ja. Was machen wir da? Gucken wir erstmal hier rein nochmal. Das war unser Reich, keine Berater. Wir müssen als Dingens Wachstumsstätte lockt Leibeigene an. Grundsteuer in Kassel erhöht. Moral der Armee weniger, das geht ja noch schlechter, ne? Hannover einen weg, in Kassel einen zu, bringt also nichts. Erhalte 25 letzte Anatomie. Da wären wir stabiler in dem Sinne, aber verlieren Moral der Armee. Anders geht's nicht. So, hier zurück. Weiterlaufen lassen. Hier sind wir erstmal zugange. Gut, das hat man geguckt, das auch. Bilanz ist noch relativ positiv. Wie sieht denn das mit Darlehen aus? Haben wir 7 Stück. Naja. Das ist Marktplatz. Was können wir hier? Mal bald hier unten was. Und dann da. Okay. Schiffe sind jetzt nicht so entscheidend. Hier. Stufe 6. Okay, da müssen wir Stufe 7 werden. Das kann nicht mehr weit sein. Vielleicht, wenn wir die nächste Sache schaffen. Was ist das? Hingabe 5. Prestige. Dann nehmen wir Prestige, weil da sind wir schon so schlecht. Und hier geht ein örtlicher Adliger natürlich zugange. Ja, das können wir uns leisten. Erhalte 19 Dukaten, verlieren Hingabe, 5 Hingabe, das nicht. Ja, ich glaube, das erste ist schon das, was wir haben werden wollen, oder? Ja, Prestige ist wichtig. Ja, das ist auch mal einer, der ein bisschen besser ist, 3-4-3. Neuer Thronfolger. Da müssen wir gerade reingucken. Wie sieht denn der jetzt aus? 3, 4, 4. Okay, das ist ja auch okay. Da können wir mit leben. Dann sehen die Zahlen ja auch ein bisschen besser aus. Ne, wo wir mal stehen geblieben? Da, ne? Da steigen wir bald auf die Stufe 7. Dann geht da auch was. Ja, das ist jetzt hier schlecht. Was ist die Mission? Rivale unseres Rivalen. Ja, Geldern gibt's hier noch. Ja. Dann haben wir hier. Soweit gut. Das ist jetzt hier noch. 0 von 5 von 12 haben wir. Gut. Und ja, das ist auch nicht der beste, ne? Gut. Das lassen wir erstmal weiterlaufen. Haben wir schon 1000 Truppen? Ja, haben wir. Dann sollten wir da noch nachlegen.
Ja, Kavallerie. Okay. Da ist die Rivalität weggefallen. Müssen wir was Neues suchen. So, wer ist da unser Rivale jetzt? Ja, wahrscheinlich Hessen, ne? Hessen. Ne, eigentlich die Pfalz ist ein Rivale, ne? Aber da Hessen, ne, lass uns Hessen nehmen. Hessen, gerade passiert eher was. Was ist das? Okay, dann müssen wir das erstmal wieder beanspruchen. Einflussaktion? Ne. Geheimdienstaktion war das. Anspruch fingieren. Hessen? Okay. Da können wir was machen. Das hier oben. Adelspolitik. Oh, dann können wir eine Ideengruppe kriegen. Wunderbar, dann machen wir das doch. So. Und dann gehen wir dahin. So, das wäre dann hier, ne? Ja, so wie es aussieht, kann es nur militärische Ideen geben, oder? Kavallerie, Kampffertigkeiten plus 10. Kaloriekosten minus 15. Das hört sich gut eigentlich an. Einnahmen durch Vasallen können wir vergessen, haben wir nicht. Feindliche Kernprovinzerstellung. Plus 50, na. Leibeigenschaft. Soldatenzahl plus. Wäre okay. Verlust an Armeepartition, Verlust an Flotten. Okay. Diplomat, den brauchen wir eher nicht. Okay. Ja, das wäre jetzt nicht so prickelnd. Landanführer, Nahkampf plus 1. Ja. Regimentsrotierungsgeschwindigkeit, okay. Land, Anführer, Feuer. Plus 1. Prestige durch Landschlachten. Plus 100. Belagerungsfähigkeit. Truppenlimit. Disziplin. Das ist besser wie das erste, würde ich sagen. Armeetradition plus 1, Moral der Armee plus 15, Landkommandant Manöver plus 1, Armeeunterhaltsmodifikator minus 10, Festungsverteidigung plus 20, Verstärkungsgeschwindigkeit plus 33, Truppenverschleiß. Ich glaube, Offensivideen sind noch ein bisschen besser, oder? Ja, das. Moral Armee, jährliche Armeetradition. Moral Armee plus 15. Ja, das ist vielleicht da besser. Infanterie-Kampffertigkeiten plus 10. Jährliche Armeetradition plus 1. Kavallerie-Kampffertigkeiten plus 10. Lebensdauer ist jetzt nicht wichtig. Ja, die Flotten sind da. Ja, die ersten Sachen sind da schon nicht schlecht. Soldatenzahl plus 50, Erholungsgeschwindigkeit der Mannstärke plus 20, Regimentskosten minus 10, Armeeunterhaltsmodifikator, Schiffslimit wäre jetzt nicht so wichtig. Ja, hört sich schon fast an, als ob die Quantitätsideen das sind. Seemachtsideen brauchen wir gar nicht. Gucken. Einflussideen. Ja, das ist nicht das, was wir brauchen. Kolonien. Also hier bin ich schon übersprungen, weil ich schon Schiffe gesehen habe, ne? Kolonist. Brauchen wir alle nicht. Das bringt uns alle nichts. Handelseinfluss. Nee,
Da ist es und das ist das Einzigste. Da können wir auch gleich schon die erste Runde machen. Soldatenzahl plus 50. Okay. Warte mal, das sind Soldatenzahlen. Ist das jetzt hier der Modifikator? Nö. Gut. Ja, das ist das. Hier ist dann das runter und das runter. Okay. Ach so, naja. Hier hätten wir eben dann da weitermachen können, ne? Gut, dafür haben wir das jetzt hoch. Das war ja die Soldatenzahl, war ja auch nicht verkehrt, ne? Gut, dann weiter mal. So, jetzt haben wir hier 5, der 6. wird gemacht. Und 609 haben wir da oben. Ja. Gut, laufen ist gerade was anderes, ne? 752 da oben. Dann haben wir 6. Das sind 7. Das gestaltet sich schwierig. 9 Rivalen bestimmen. Die Pfalz dann. Oder Oldenburg. Ich glaube, wir nehmen dann Oldenburg. Obwohl, warte mal. Doch. Nee, die Pfalz. Das ist doch eher ein Gegner. Wir wollen Berg wieder und Köln auch mal. Gut. Orte haben wir nicht. Können wir uns zurzeit auch gar nicht leisten. Finanziell sieht es auch nicht gerade toll aus. Okay, das geht langsam voran. Da waren wir durch. Ah, Gelder, das ist schon schlecht. 6 von 12 Armeen haben wir. Soldatenzahlen sind aber schon mal sicherlich besser. Jetzt fehlt es allerdings am Geld. Ja, aber nächsten ersten geht das. Und die haben nur 4 da unten. Wie kommt das denn? Die hat noch eben noch so viele, ne? Ist da ein Angriff los gewesen oder was? Wie sieht es denn jetzt zurzeit da aus? So ein Anspruch sind wir auch noch am Fingieren, ne? Österreich, Geldern, Ferrara und Provence. Sieht sie irgendwie so aus, als ob die da sowieso nicht hinkommen helfen, wenn, ne? Vielleicht müssen wir das auch machen. Haben wir denn Ansprüche gegen die? Würzburg, Anhalt, Mainz, Würzburg und Meppen, okay. Haben wir gar keinen Anspruch, oder? Nee, aber können wir wohl nicht, oder was? Okay, dann müssen wir warten. Und hier müssen wir erst den Anspruch durchhaben, dass da was gehen würde. Und da sind wir bei 87. Ja, geht aber. Da kloppen sich die Sachsen irgendwo. Das sind sogar nur noch 3. Die sterben so weg, oder was? Sind die pleite, oder was? Die können wir erstmal zusammen ein. Können wir noch was? Nee, Geld fehlt. So, Anspruch ist fingiert, ne? Ja. Wir haben 9. Vielleicht noch eine Truppe abwarten, oder? Hier kann man ja viel mehr machen. Landsknecht Infanterie und Getaway Infanterie. Okay. Defensivmoral 2. Offensivmoral.
Auch interessant, warum das da so ist, weil das Kassel ist. Könnte sein, ne? Irgendwie kriegen wir gerade nicht mehr Geld, einfach aus dem Grunde, weil wir schon so viele Truppen haben, ne? Militär ist weg. Ja, aber irgendwas müssen wir jetzt tun, damit es vorangeht. Noch einen Kredit aufnehmen. Darlehen. Okay. Okay. Und Truppen einmal ausheben. Galloway. Zur Hölle mit ihnen. Und da machen wir das auch nochmal. Und dann gucken wir, dass wir Hessen angreifen. Vielleicht haben wir da eine Chance. Gut, aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.